Das Spannende in der sogenannten Chemie zwischenmenschlicher Beziehungen besteht darin, dass meine Art, wie ich auf dich reagiere, meine Art ist, wie ich auf dich reagiere. Da kommen Teile meines Selbst hervor, die bei anderen Menschen vielleicht brach liegen und in Ruhe schlafen. Aber du lockst das aus mir heraus. Und dir geht es umgekehrt. Wenn du mit mir sprichst und mit mir interagierst, dann ist ein Teil davon speziell mir zugedacht. Jeder hat das Gefühl, ich reagiere auf den anderen. Das berühmte Urbeispiel für diesen Sachverhalt von Paul Watzlawick ist ganz einfach. Er und sie, sie nörgelt. Und er zieht sich zurück, macht sich aus dem Staube. Geht ins Wirtshaus, schließt sich in sein Zimmer ein, verlässt das gemeinsame Wohnzimmer. Das Charakteristische an diesem kleinen Vorfall ist, dass beide dieses Muster unterschiedlich interpretieren oder, wie Watzlawick sagt, interpunktieren. Wo setze ich den Punkt, wo ist der Anfang und wo ist das Ende? Die Frau sagt, weil du dich immer zurückziehst, weil du immer ins Wirtshaus gehst, weil du mir kein Partner bist, mit dem ich zusammen durchs Leben schreite, sondern dich dauernd aus dem Staube machst, dadurch bin ich natürlich unzufrieden und dann fange ich an, böse zu werden und zu nörgeln und zu klagen. Ist doch logisch. Jede normale Frau würde auf einen Mann wie dich so reagieren, dass sie nörgelt. Weil du dich zurückziehst, hier sehen wir den Einflusspfeil, fange ich dann an, unzufrieden zu werden und zu nörgeln. Diesen Teil sieht sie. Er sieht diesen Teil. Er sagt, das stellt die Tatsachen auf den Kopf. Weil du immer so mies gelaunt bist, weil du immer so herumnörgelst, weil du immer so klagst und deine Litaneien singst, ich kann sie nicht mehr hören, ich mache mich aus dem Staube, ich gehe ins Wirtshaus, ich ziehe mich in mein Zimmer zurück. Weil du so bist, wie du bist, reagiere ich so, und das würde jeder normale Mann tun. Das kann kein Mensch aushalten.